Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum mittlerweile 18. Tag der HCG-Diät. Bald haben wir es geschafft, jawohl. Ja, und fangen wir direkt mal mit meinen Werten von dem 18. Tag an. Ich habe an dem Tag 25,9 Kilogramm nur noch gewogen. 75,9 Kilogramm, das macht ein BMI von 24,2, 14,9% Körperfett, 42% Muskelanteil und 7% Viskalfett. Ja, das ist schon wieder 500 Gramm weniger als den Tag zuvor. Und an dem Tag habe ich mir gemacht den Frischkäse-Dip. Als Frühstück natürlich wieder mal meine beiden Shakes, also erstmal nach dem Aufstehen einen Shake, dann nachher den anderen Shake und dann den Frischkäse-Dip. Zu dem Frischkäse-Dip, das Video übrigens hier irgendwo wieder eingeblendet, muss ich sagen, macht nicht so viel, wie ich da in dem Video gemacht habe. Das, was ich da in dem Video mache, hat nämlich insgesamt mit plus die 8 Scheiben Knäckebrot 759 Kilokalorien, also schon das, was man wirklich fast maximal an diesem Tag zu sich nehmen darf. Deswegen nehmt nicht zwei Packungen Frischkäse, sondern bitte nur eine Packung Frischkäse. Das halbiert das Ganze fast mal. Da müsst ihr vorsichtig sein. Ansonsten, da steht, glaube ich, wie war das, eine Scheibe Knäckebrot sind 26 Kilokalorien oder vier Scheiben Knäckebrot. Sieht man auf jeden Fall in dem Video, da halte ich die Packung nochmal rein. Das ist dieses Roggen-Knäckebrot. Wie viele Kilokalorien da die Knäckebrote haben. Sagt man das so? Naja. Ja, und dann gab es nachher nochmal einen Apfel. Und dann war mein Tag auch schon wieder vorbei. Und ich war gesättigt und bin ins Bett gefallen. Ja. Ja, und das war es auch schon wieder von dem Tag. Mittlerweile hat man gar kein Hungergefühl oder sowas mehr. Man hat sich einfach daran gewöhnt, dass man so wenig isst. Und ich finde, die Ergebnisse sind auch noch richtig gut. Ja, dann sehen wir uns morgen am 19. Tag der HCG-Diät wieder. Bis dahin, ciao, euer Dennis.